genügend Zugang zu Kredit haben und dass die kleinen Leute nicht mehr aus ihrem eigenen Haus vertrieben werden. Der Vorsitzende, danke Herr Murphy, für eine Minute. Herr Stadler. Herr Präsident, ich kann nahtlos anschließen bei meinem Vorredner. Es gelten keine Regeln mehr. Und Regeln, die noch gelten, die werden schlicht und einfach gebrochen. Auch wir machen heute einen Regelbruch, indem wir schlicht und einfach uns nicht an das EU-Primärrecht halten. Das ist das Signal, das wir permanent dem Bürger geben. Stattdessen regelt die Europäische Union, ob man Olivenöl noch in Fläschchen am Gasthaus anbieten darf oder nicht. Das wird detailliert geregelt. Aber dort, wo man regeln müsste, dort regelt man nicht, wie man sollte. Kein Trennbankensystem. Keine klaren Regeln, die auch exekutiert werden für den ganzen Bank- und Finanzsektor. Keine Einschränkung, wie das der Kollege Blum schon bemängelt hat, für das uneingeschränkte Geldschöpfungsmonopol, das mittlerweile die Banken haben. Nicht mehr die EZB. Die Banken haben das Geldschöpfungsmonopol an sich gezogen. Das alles dient nur, was wir heute beschließen, als Vorwand für die Direktfinanzierung, wie sie Mario Monti und Mariano Rajoy damals durchgesetzt haben, dass die aus dem ESM direkt die Banken, die maroden Banken, weiter finanziert werden sollen. Daher sage ich Schluss mit dieser Bankenretterei. Wir gewinnen nichts dadurch. Wir kommen nur weiter in die Krise hinein und lösen nichts. Wir müssen aufhören, marode Banken zu retten. Wir müssen sie dorthin schicken, wo sie hingehören, in die Pleite. Vielen Dank, Herr Stadler. Nun hat für eine Minute Herr Nitras das Wort. Danke, Herr Vorsitzender. Die Verordnung über die Zuweisung von besonderen Befugnissen an die Europäische Zentralbank ist eine vollkommen neue Qualität in der Bankenaufsicht in der EU. Zum ersten Mal in Europa obliegt die Bankenaufsicht einer internationalen Gemeinschaft.